So, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von World of Tanks hier auf der Map Perlenfluss. Ja, World of Tanks haben wir lange nicht mehr gespielt und ich hatte eben gerade irgendwie keine Lust auf Half-Life 2. Darum fahren wir jetzt einfach mal Jagdpanzer auf Perlenfluss. So, wohin fahren wir denn? Wahrscheinlich zur Brücke. Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu sehr. Oh Gott, ich glaube, ich muss mal meinen Laptop defragmentieren oder was weiß ich oder was dagegen hilft, dass es nicht so ruckelt, weil irgendwie hat er ziemlich an Leistung abgenommen. Den Lüfter kann man bei diesem Laptop irgendwie nicht sauber machen. Ist total kacke. Naja. Aber bis jetzt ist es ja noch annehmbar. So. Wir campen hier mal ein bisschen. Und lassen den mal schnell vorfahren. So. Notfalls immer in den Himmel gucken. Da haben wir jetzt schöne... Weiß gar nicht, wie viel FPS wir haben. Auf jeden Fall mehr, als wenn wir hier jetzt in die Landschaft gucken. So, jetzt sollen auch mal hier ein paar Gegner kommen. Hellcat. Ja, ihr seht, ich habe XVM drauf. Okay, jetzt kommen die Gegner. Finde ich immer eigentlich ganz nützlich, um zu sehen, wie gut die sind. Und wie schlecht ich bin. So, VK3601. Ah, den werde ich auch bald haben. Da kann ich auch mal ein Let's Play von rausbringen, wenn ich den dann endlich habe. Und irgendwie kriegen wir hier, glaube ich, nichts gerissen. Darum werden wir mal einfach durchwaschen. Mit 24 FPS. So. Ich hoffe, das wird eine gute Runde. Oder zumindest eine Runde, wo ich ein bisschen was treffe. So, Hellcat, geh weg. Alter, wer schubst mich da jetzt schon wieder an? Der VK natürlich wieder. So, ich spiele eigentlich immer ziemlich offensiv mit dem Jagdpanzer. So, die waschen jetzt alle vor. Jetzt wurde ich schon eben gerade wieder mal geschubst. Oh, ich hasse das, wenn mich jemand schubst. I hate this. Sehr schön. Ja, ich spiele ziemlich offensiv, wie ihr eben gerade gesehen habt. Aber so macht mir das irgendwie mehr Spaß, als hinten in einem kleinen Bus zu hocken und da abzuwarten, bis irgendwelche Gegner vorfahren. So, diese Seite haben wir ja ganz schön gewascht. Ich hoffe, die kriegen das da ein bisschen hin auf den Berg. Bis jetzt sieht man ja nur den Chromeville. Naja. So, hoffentlich schmiert das Spiel jetzt nicht wieder ab. In letzter Zeit habe ich das ganz oft, dass die Ping auf einmal extrem hoch wird. Also, dass ich dann auf einmal eine Ping von 380 habe. Boah, das ist ja auch immer, ey, das... Da könnte ich gleich das Spiel installieren und... nie wieder einschalten. Deinstallieren, meine ich. Kette verloren ist natürlich sehr kacke. So, 158 abgezogen, 185 sogar. Wir haben sie nicht mal angekratzt, das ist auch immer sehr schön. Schon wieder Kette verloren. Ja, super, okay. Da war es wohl etwas zu offensiv. Die haben da alle gecampt auf dem Hügel. Aber Hauptsache, ich habe dem T-34-85 nochmal ein bisschen abgezogen. Naja. Das Spiel ging jetzt 4 Minuten. Dann werde ich hier mal kurz pausieren und ein nächstes Video reinklatschen. Dann kann ich euch ja hinterher sagen, was ich da alles bekommen habe. Bis dann. So, herzlich willkommen zurück zu... Ach Gott, jetzt spammen die schon wieder den Chat voll, ey, das hasse ich ja. Zurück zu Let's Play World of Tanks. So, im letzten Gefecht waren wir mit dem Jagdpanzer 4 unterwegs. Da habe ich nochmal kurz weggeschaltet, damit wir hier das zweite Video hinterknallen können. Da habe ich... Was habe ich denn eben gerade gelesen? 305 Erfahrung und 14.000 Credits ohne Premium. So mal als kleine Datenvorschau, falls euch das interessiert. So, mal gucken, ob wir hier mit dem mit dem PZ-4 mehr reißen können. Ja, ich habe nicht die Top Gun drauf. Die Top Gun ist ja diese ganz kurze mit diesem... ich hatte die einmal in einem Spiel drauf. Die habe ich sofort wieder verkauft. Also das ist
Diese... Ja, mir fehlen die Worte bei dieser Kanone. Das ist das Schlimmste, was ich je gespielt habe. Ein Durchschlag von 6, von 64. Und mit diesem Panzer kann man auch mal gut und gerne in 7er Gefechte kommen. Da kommt man nirgends durch. Diese... Die ist so grausam. Die, also da... Also weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also das... Das ist echt, die habe ich einmal gekauft, sofort wieder verkauft. Die wurde wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Ländern mit Altmetall geschmiedet. Oder, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall hasse ich diese. Naja, jetzt habe ich die 7.5, glaube ich. Ja, voll drüber geschossen, ja, super, ey. Ja, komm, komm wieder hervor. Auch wieder voll drüber geschossen, Alter. Ja, war klar, die Grille, die schießt mal wieder auf mich, ey. Irgendwie kommen wir hier nicht voran, kann das sein? So, 105 mal ein bisschen abgezogen. Ist die Grille tot? Ja, die Grille ist tot, sehr schön. Kämmen wir mal hier, ey, ich erwische heute nur so Scheißrunden. Wolverine. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Alter, ich flippe hier gleich raus. Hallo? Oh Gott, ey, wo waren denn die? Ach, okay, die sind da alle wohl weggeschossen worden schon. Ey, das gibt's ja nicht, ey. Da kriege ich ja... Kriege ich einen Hals. Wo waren denn die? Hier standen doch so viele. Sind die alle schon tot? Warum sind die denn alle schon tot? Das gibt's doch nicht. Hat der T49 die alle weggemacht? Boah, Gott, ey. Ah, ist klar, dass ich gegen drei Panzer da verliere. Meine Güte, ja. Jetzt kommt der Shinu an. Das ist ein bisschen zu spät, Shinu. Naja. Kann man nichts gegen machen. Oh, gucken wir mal hier, was die Stock hier Schönes reißt. Hat ja schon 3 Kills. Ich würde mal hier den Matilda interessieren. Und die Matilda, okay, die campt hinten rum. Langweilig, alles langweilig. Das wird Churchill 1, unser zweiter Top-Tier. Gegen einen anderen Churchill 1. Warum bleibt er da nicht stehen? Ich meine, der hat ja... Na, egal. Jetzt wird er von der Seite beschossen. Was für... Der ist ziemlich offensiv, ne? Da hinten sind noch 2 Jagdpanzer. Die können jederzeit zurückkommen. Die sind schnell. Naja. So. Aber das war gut gemacht. Sehr schön, Churchill. So, schnappt ihr da hinten die beiden Jagdpanzer. Die haben nicht mehr viel. Die haben alle generell überhaupt nicht mehr viel. Und dann kriegen wir das Spiel doch noch gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. So, noch der Wolverine, der ist da hinten irgendwo. Aber ich glaube, der wird jetzt sich auch nur noch verstecken. Warum ist mein Mikrofon so schräg? Mal ein bisschen hier aufrecht hin stellen. Ach, jetzt kippt das gleich schon wieder um. Ich, ah. Naja. So, jetzt müsste das wieder gehen. Und ja, jetzt töten die sich schon alle gegenseitig, ey. Sehr schön, 5 Kills. Glückwunsch. Hat bestimmt irgendwie Meisterschütze bekommen. Und was haben wir hier bekommen? Sieg, 334 Erfahrung und 10.000 Credits. Boah, geht ja eigentlich, ne? So, habe ich alle beschädigt, habe ich Turm kaputt gemacht, habe ich Geschütz kaputt gemacht, habe ich aufgespottet und ein bisschen Schaden verteilt, ein paar Mümpeln rausgekloppt. So, mit Premium hätten wir sogar 16.000 und 500 Erfahrung. Ja. Das war's auch mal wieder von
Let's Play Half-Life 2. Oh, ich sehe gerade Hardscores on. Mit dem habe ich auch mal ein Video aufgenommen. Vielleicht kommt ja dann morgen ein Let's Play Together raus. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.